Ja, wir sind hier zurück bei Metro Last Light. In der letzten Folge haben wir gegen so einen kranken Bären gekämpft und der Kampf ist leider noch lange nicht vorbei. Oh, und wieder die Sprintentaste löst dann wieder den geilen Steam-Overlay aus. Ja, ich werde mir jetzt erstmal hier noch die neue Gasmaske holen. Der meine ist schon ziemlich ramponiert. Und ich hätte absolut keinen Bock, wenn ich da unten jetzt nochmal gegen das Vieh kämpfen muss, dass meine Gasmaske auf einmal schrotte, sich dann sterbe und alles nochmal machen muss. Okay, das Vieh ist tot. Mal ganz schnell vorbeigehen hier. Ganz fix. Und hoch hier. Ja, ich bin es. Gott sei Dank. Ich bin es. Du hast einen Freund mitgebracht. Moment, ist das... Artyom, dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller. Dann bringen Sie ihn weg von mir. Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Sie ist keine Gefahr. Sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich mit der Waffe, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Das ist aber nett, Dankeschön. Wirklich. Ich bedanke mich. Wie kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Moment. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Mein Volk. Die sind drinnen. Und schlafen. Oh, krass, cool. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns, dann helfen wir dir. Genau. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Hey, wacht auf, ihr Bastarde! Moin, moin, was los? Oberst. Können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Also ich bin fest davon überzeugt. Mir nach! Alles klar, dann... Ab durch die Mitte. Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber
Er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Mosquins Gedanken für uns offenzulegen. Oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabrskaya. Und wir haben Mosquin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu erweisen. Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte und sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Keim zu ersticken. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro ergriffen. Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitsky, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Das stimmt. Ja und? Außer Artyom gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten haben versucht, ins Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Mosquin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja, Mosquin hat zum Krieg gerüstet. Alles aber nachdem die Polis vorgeschlagen hat, dass wir die Reichtümer aus D6 teilen, stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu. Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Dafür bin ich auch, denn Frieden ist gut, Krieg ist scheiße. Wir haben schon genug Blutvergießen hier in diesem Spiel gehabt. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben Sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Mir nach. Alles klar. Wir folgen dir. Bitte um Erlaubnis, Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Korneev an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Gott, hoffentlich klappt das. Das hoffe ich auch. Daher habe ich befohlen, dass Operation Eldorado abgebrochen wird. Lang lebe das Reich! Schwarz! Und um das offizielle Protokoll zusammenzufassen, erteile ich dem Anführer der Roten Linie, den Genossen Mosquin, das Wort. Genossen, das Wort. Ich werde nicht auf dieses Wort zu nutzen, liebe Freunde. Wir betrachten den Antrag auf... Mach dich bereit, Artyom. Bleib nah bei dem Kleinen. Courage, Genossen! Es soll Frieden herrschen! Im Namen unserer Kinder! Sie sind ein Lügner! Khan, haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache, glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wachen, schaffen Sie diesen Mann weg! Ranger, wegtreten! Artyom, Kleiner! Ihr seid dran! Krass, was geht ab? Was geht ab, man? Immer weiter. Den endlosen Gang entlang. Bis zum Lebensende. So viele Türen. Ach, wir können da reingehen. Genosse Mosquin, Sie müssen mich dabei unterstützen.
Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen, die den Tod ihres Bruders betreffen. Ich hatte ein Gespräch mit angehört zwischen ihrem Bruder und seinem Berater über die Bedrohung, die sie darstellen, und über Wege, sie zu eliminieren. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder. Er glaubt, dass sie sich übergangen und betrogen fühlen. Er fürchtet, dass sie ihn stürzen werden. Er ist total verrückt. Total. Dem werde ich was erzählen. Worte allein werden seine Pläne für ein Attentat nicht abwenden. Nein, sie müssen zuerst zuschlagen. Oh, Bakti, das ist ja eine Verschwörung der ganz üblen Art. Maxim, Bruder, ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Es war ein Streit um gar nichts. Lass uns einen trinken. Klar, Bruder. Jetzt fällt der Tod um. Was? War mir klar. Maxim Leonidovich Moskvin wird hiermit zum neuen Generalsekretär der Partei. Du strafst mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Es war deine Schuld. Wer wollte mich denn tot sehen? Korbut hat dich verraten. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Alles nur wegen dir. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Bruder. Für mich gibt es keine Vergebung. Aber dennoch... Oh mein Gott, was ist jetzt los? Achso, jetzt gehen wir wieder zurück wahrscheinlich. Was war ich hier? Vorlaut? Ich verstehe. Sie haben mir also etwas gegeben. Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja. Ich habe es getan. Ich habe ihn vergiftet. Ich. So ein Schwein. Ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Und er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade die Sechs. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbuts Hände fällt, ah, das Ende. Aber Sie sind der Anführer! Befehlen Sie es ihm! Rufen Sie die Truppen zurück! Halten Sie sie wenigstens! Hier können wir nichts mehr machen! Zeit, um Beeilung! Schließen. Schneller! Was für ein Zum Bahnsteig! Sind sie. Verdammt, ich werde D6 nicht aufgeben! Ich auch nicht! Mit Los, kommt schon, Männer! Alle zu D6! Und dann würde ich mal sagen, auf es nach wird D6. Für alle, wenn ihr vergeht. Dann muss ich sie retten. Meine Familie. Alles gut, Artyom. Er ist weg. Er hat getan, was er konnte.
Und jetzt geht er, um sein Fuck zu treffen. Ich kann ihn dafür nicht verurteilen. Die Überreste der Menschheit machen sich in ihrer letzten Schlacht gegenseitig kalt. Es ist nicht sein Krieg. Ich hoffe, er konnte uns vergeben. Mir vergeben. Für das, was wir seinen Brüdern und Schwestern angetan haben. Seiner Mutter und seinem Vater. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, wir werfen hier nochmal einen schnellen Cut ein und machen dann einfach in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.